Hallo miteinander und willkommen zurück zu Expeditions Raw mit Torin Gent. Ja, wie gesagt, das soll jetzt abwechselnd quasi wochenweise mit Elex 2 erscheinen, dass wir das auch mal fertig bekommen. Ist jetzt natürlich wieder eine Weile her. Ich musste gerade mal alle meine Charaktere erstmal neu skillen. Hoffentlich habe ich das halbwegs vernünftig gemacht. Und genau, wir warten ja jetzt auf die Belagerung. Lass mal auffrischen hier. Die Freien bewahren wir uns auf für die guten Sachen. Ja, mach mal hier. Und hier machst du auch die Freie. So. Okay. Also, wir sollen im Zelt besprechen, weil wir belagern. Ave Legate. Königin Kleopatra ist bereits angekommen. Ihr Kontingent wartet bei der Belagerung auf uns. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das wird Sie sicher begeistern, Legate. Gibt es sonst... Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich das schon machen wollte. Steuerhandler machen wir noch als Quest. Befreit Ida und seine Männer. Oder Berber Centurionus der Legia Afrodum in Memphis gefunden. Er und seine Gruppe seiner Legionari scheinen sich Ärger eingehalten zu haben. Sie werden von den Angewohnheiten festgehalten. Von Anwohnern, nicht von den Angewohnheiten. Ich stelle, warte mal, das haben wir doch schon. Eigentlich haben wir das doch schon gemacht. So. Na, wir belagen jetzt aber Avgila, das wird schon passen. Wir haben ja hier jetzt eh alles hier. Das ist doch alles bestens hier, ja. Wir machen das jetzt einfach. Ja, egal, was passiert. Ave Legate. Könige, wie ihr wollt. Es hilft ja nichts, es hinauszuzögern. Sobald Avgila eingenommen ist, werden wir viele neue Herausforderungen vor uns haben. Immerhin müssen wir uns darauf vorbereiten, in Ägypten einzumarschieren. Okay, belagert Avgila. Wie steht es um die Moral? Ich habe noch nie mit stolzeren oder leidenschaftlicheren Männern dient. Sie sind versessen auf die Schlacht und euch absolut treu ergeben. Großartig, ich glaube, ansonsten geht es uns eh gut. Also dann gehen wir mal hier hart belagern, ne? Die zweite große Belagerung. Ich hoffe, denke, dass wir hier ansonsten... Ja, also ich habe jetzt kein Equip gewechselt seit dem letzten Mal. Das wird alles schon passen. Ja, wir haben jetzt... Die Leute haben jetzt nicht mehr genau dieselben Fähigkeiten wie vorher. Es hat sich wohl auch einiges geändert. Also deswegen sollte man es eigentlich zurücksetzen. Zumindest stand das da. Den DLC haben wir übrigens nicht. Ne, den Gladiatoren-DLC. Habe ich jetzt nicht als nötig gefunden, weil soweit ich das gesehen habe, ist da jetzt nicht so viel neu eigentlich. Deswegen, ja. Außer ihr schreibt mir jetzt, hey, der Gladiatoren-DLC ist super gut, ne? Sollst du auf jeden Fall holen, dann kann ich ihn ja quasi für die nächste Aufnahmesession mir auch besorgen. So, Avgila hier. Bam. Belagerung. Ja, dann mal los, ne? Wüstenjuwelen. Das war ein langer Tag ereignisloser Reise. Natürlich habt ihr, da ereignisreich dazu neigt, Überfälle oder gefährliches Gelände zu enthalten, die Langeweile als ein Zeichen eures Erfolgs zu schätzen gelernt. Dennoch kann eine Reise durch die scheinbar endlosen Weiten Afrikas überraschend ermüdend sein und alle sind erleichtert, als ihr endlich anhaltet und unter dem Schutz eines Felsüberhangs das Lager aufschlagt. Die anderen setzen sich und ruhen ihre Füße aus, bevor es an die nötige Arbeit geht, oder schlagen direkt ihre Zelte auf und entfachen ein Lagerfeuer. Deinera allerdings steigt kaum ab, bevor sie auch schon wieder im Sattel sitzt und die Umgebung auskundschaftet. Euch fällt allerdings auf, dass sie nicht zum Abendessen zurückkommt. Aber ihr wisst auch, dass das kein Grund zur Sorge ist. Die Amazone bleibt öfters länger weg, um ihrer Neugierde oder einem interessanten Pfad zu folgen. Nach dem Essen kommt sie dann auch zurück und das laute Klappern der Hufe ihres Pferdes auf dem Wüstenboden kündigt sie schon lange vorher an. Sie steigt ab und geht mit einem Funkeln in den Augen auf euch zu, das ihr inzwischen gut kennt. Sie hat etwas Interessantes gefunden. Okay. Habt ihr gegessen? Ich will euch etwas zeigen. Was habt ihr gefunden? Am Ende dieses Pfades liegt ein Dorf. Sie machen Schmuck und haben kleinen Markt. Kommt, bringt eure Geldbörse und wir sehen uns das an. Ist wunderbar, los ziehen hier. Es wird Spaß machen. Und wenn sonst nichts, redet ihr manchmal davon, Herzen und Seelen zu gewinnen, oder? Wir können hier Freunde finden. Okay, schön. Gib mir einen Moment, um mein Pferd zu satteln, dann ziehen wir los. Okay, sie schenkt euch ein aufgeregtes Lächeln und springt zurück in ihren Sattel. Bald schon reitet ihr hinter ihr einen schmalen, gewundenen, staubigen Bergwand entlang. Es ist ein schöner Ritt mit einem weiten Ausblick über die scheinbar endlose Wüste, deren langgezogene Dünen vom goldenen Licht der untergehenden Sonne scharf nachgezeichnet werden. Ihr erreicht das Dorf bei Sonnenuntergang. Es ist eine kleine und uralte Siedlung, in der weiß
kalkte Häuser in perfekter Harmonie mit den Felsenformationen erbaut wurden, die das Dorf wie einen schützenden Panzer umgeben. Ihr lasst eure Pferde am Rand des Dorfes zurück und werdet von den Einwohnern begrüßt, die aus ihren Häusern kommen, um zu sehen, wer sie besucht. Sie scheinen den Lehrer zu erkennen und rasch werden zahlreiche kleine Sammlungen von Schmuck hervorgeholt, um sie ihr zu zeigen. Den gebundenen Schmuck ansehen. Ihr seht euch gemeinsam mit Deneira den Schmuck der Dorfbewohner an. Sie scheinen hier eine lange Tradition der Schmuckherstellung zu haben und ihre Arbeit ist bemerkenswert schön. Die Dorfbewohner sprechen kein Wort Latein, aber irgendwie kann Deneira sich mühelos mit Gesten, ihrem Tonfall, hier einem Tätscheln des Arms und dort einem fröhlichen Lachen verständigen. Aber bald hat sie die Auswahl auf drei verschiedene Schmuckstücke eingegrenzt. Das erste ist eine Lederschnur mit einem fein gearbeiteten runden Anhänger aus Koralle, Bernstein und glatten, bunten Steinen. Das zweite ist ein silbernes Armband mit einem Muster aus zarten Punkten, die zwei Perlen aus Bernstein und vier Perlen aus Ahat umschließt. Das dritte ist eine elegante Haarspange aus zwei gebogenen schwarzen Teilen, die durcheinander geschoben werden. Eines flach und mit einem eingereizten hellen Muster und das andere rund mit goldenen Spitzen. Welches sollte ich kaufen? Ich mag die simple Eleganz dieser Haarspange und sie ist auch noch praktisch. Tienera verdreht die Augen, aber sie lächelt dabei. In der Stimme schwingt ein spöttischer Tonfall mit. Ihr denkt immer noch, dass alles bei mir einen praktischen Nutzen haben muss? Wegen des Lebens, das ich geführt habe? Und ich dachte, ihr würdet mich inzwischen besser kennen. Aber ich mag die Haarspange tatsächlich. Ich werde sie kaufen. Hab Dank. Es folgt, Länge des Falschen und erneut seid ihr erstaunt, wie gut sie miteinander kommunizieren können, ohne Sprache zu verwenden. Nachdem Geld und Schmuck jeweils die Besitzer gewechselt haben, wird euch beiden noch Essen von den Dorfbewohnern angeboten. Deneira nimmt es gerne an. Als ihr mit dem Essen fertig seid, ist die Sonne hinter dem Horizont versunken und euch steht ein gefährlicher Ritt auf einem pechschwarzen Bergpfad vor. Die Familie dieser alten Frau hat uns eingeladen, unter dem Halbdach neben ihrem Haus zu übernachten. Ich glaube, das ist sicherer, als jetzt noch zurückzugehen. Und vor morgen wird man uns nicht vermissen, oder? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir nehmen das Angebot an. Deneira scheint sich über eure Entscheidung zu freuen. Die Vorbereitungen werden getroffen, noch etwas mehr Geld wechselt den Besitzer. Auch wenn die Einheimischen erst überzeugt werden müssen, es anzunehmen. Und schon bald habt ihr ein gemütliches kleines Nest aus Decken, in dem ihr schlafen könnt. Die Nacht in der Wüste ist kalt, doch ihr seid gut vor Wind und Wetter geschützt. Außerdem müsst ihr eng zusammenliegen, um in die Schlafsecke zu passen. Bevor ihr einschlaft, haltet ihr euch gegenseitig noch lange wach. Ihr erzählt euch leise von Orten, die ihr besucht habt, oder von Menschen, die ihr getroffen habt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast sagen, die Sache mit dem Schmuck war nur ein Vorwand, damit wir alle, ne? Zeit allein verbringen können. In ihrem Lächeln schwingt Unsicherheit mit. Ein ungewohnter Anblick bei ihr. Ist das denn falsch? Ich weiß, vielleicht ist das unangemessen, aber ihr seid doch an mir interessiert, oder nicht? Ja, dann mal zur Sache. Küssen sie. Stimmt größtenteils zu. In diesem Zusammenhang hört sich das natürlich super lustig an. Okay, sie stimmt größtenteils zu. Ich meine, das ist besser, ne, als alles andere, ja. Sie schließt ihre Augen und drückt ihre Lippen fest auf die Eure. Für eine so selbstsichere Frau ist es ein überraschend zarter Kuss. Das Gespräch endet mit diesem Kuss, aber die Nacht beginnt gerade erst. Es wickelt sich um euch wie eine Heckenrose und klettert auf euch. Dabei bedeckt sie eure Lippen, Wangen, Schultern und euren Hals mit Küssen. Sie nimmt eure Hand und führt sie dorthin, wo sie sie haben will. Kleider werden hastig beiseite gelegt und schon bald fühlt ihr euch gezwungen, eure Hand auf ihren Mund zu legen, damit sie eure großzügigen Gastgeber im Innern des Hauses nicht aufweckt. Viel Schlaf bekommt ihr in dieser Nacht nicht, dennoch wacht ihr am Morgen gut erholt und voller Tatendrang auf. Bei eurer Rückkehr ins Lager erwarten euch wissende Blicke und lächelnde Gesichter. Unfassbar, die wussten, das ist ja... Unerhört, ja. Ja, es gibt auch viele Veränderungen bei dem Legionssystem und so. Okay, Auswahl der Begleiter. Ja.
So, also wir nehmen. Ist das eine, wir sollten sie mitnehmen. Wir sollten ihn mitnehmen, auf jeden Fall. Und dann nehmen wir noch Käse oder Julia. Nehmen wir Julia mit. Weil wir können eigentlich alle mitnehmen. Ja, nimm mal dieses ganze Arti mit. Gibt jetzt keinen Grund, die Jungs hier mit einzupacken. Der ist eh abwesend. Gut, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Belagerung. Die erste war ja ganz schön, ne? Sag ich mal, umfangreich. Okay. Alles ist für den Angriff bereit. Gebt den Befehl und Legio Victrix nimmt Aviela ein. Endlich. Ich weiß nicht, warum ihr so lange damit gewartet habt. Wir versuchen hier das unmögliche möglich zu machen. Ich brauche das. Ja, wieder ist ein Problem, das wir nie brauchen konnten. Es ist allein Lunias Schuld. Wie hätte ich Izil kontrollieren sollen? Ich bin nur eine alte Frau. Sobald das hier vorbei ist, wird Nasamones euch die Krieger liefern, die ihr braucht, um Ägypten zu erobern. Ja, hoffen wir das doch mal, Vertrauen ne? Will verdient sein. Ich vertraue Lunia. Aber euch? Nun, sobald Aviela uns gehört, werde ich wissen, ob ich euch vertrauen kann. Bei allem nötigen Respekt. Ihr braucht euch hier keine Sorgen zu machen. Aviela mag beeindruckend erscheinen, aber es ist alles andere als uneinnehmbar. Wenn Avila nicht so gut zu verteidigen ist, warum hat sich Isils Stamm dann dort verschanzt? Ich habe gesagt, es ist nicht uneinnehmbar. Es ist auf jeden Fall gut zu verteidigen. Die Zitadelle ist in eine natürliche Felswand hineingebaut. Das beschränkt unsere Optionen für den Angriff. Wir können unsere eigene Befestigung bauen und sie aushungern. Das können wir, aber das würde lange dauern. Wir müssen bald gegen Ägypten marschieren, oder? Erinnert ihr euch an den Marktplatz beim Hof des Himmels? Ich glaube nicht, dass sie einen Mangel an Nahrungsmitteln haben. Ja, das stimmt allerdings. Wie ist der Zustand ihrer Rüstungsanlagen? Sie sind von einfacher Bauweise, nutzen aber die natürlichen Strukturen des Landes hervorragend aus. Wir werden Belagerungsmaschinen brauchen. Ich glaube nicht, dass sie einen direkten Sturmangriff standhalten können. Vielleicht nicht, aber sie werden Verstärkung herbeirufen. Izil konnte ein paar Reiter aussenden und unsere Wachposten haben sie nicht abgefangen. Dieses Land ist ihre Heimat. So etwas ist nur zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass sie unsere Katapulte zerstören wollen. Die Frage ist nur, wann. Ich schlage vor, dass wir einen kleinen Stoßtrupp zusammenstellen, der durch das südliche Tor vordringt, während der Großteil der Legion die Haupttore angreift. Wenn das südliche Tor schwächer ist, warum schicken wir nicht die ganze Legion dorthin? Das Gelände ist sehr ungünstig, mit engen Passagen und unebenem Boden. Wir könnten dort nicht all unsere Kampfkraft ins Spiel bringen. Okay, wir müssen unsere Verteidigung gegen ihre Verstärkung aufbauen. In diesen Felsen gibt es mit Sicherheit mehrere verborgene Tunnel. Ihre Verstärkung könnte ungesehen eintreffen. Rechnet ihr mit Schwierigkeiten, sobald wir die Mauern überwunden haben? Es ist immer weise, mit dem Unvorhergesehenen zu rechnen. Aber ich denke, es wird recht geradlinig werden. Ein Kampf auf Leben und Tod. Oh, sehr geradlinig. Tod, hoffen wir. Ja, hoffen wir das doch mal, ne? Was ist mit diesen beiden Brücken über die Schlucht? Können wir sie zerstören? Das wäre ein gewagtes Unternehmen. Wenn wir die Brücken kappen, könnte das das Schlachtfeld in zwei spalten und ihrer Verstärkung den einfachen Weg abschneiden. Udat sagte etwas von einem Zugang, den wir nutzen können. Er ist etwas schmal für ein ganzes Manipel, aber eine Gruppe von Spekulatoris kann sich mühelos um diese Brücken kümmern. Wir können im Süden der Stadt Katapulte einsetzen, um diese Flanke zu schützen. Es gibt da einen ausreichend hohen Hügel. Brauchen wir die Katapulte, um zu siegen? Sie sind nicht entscheidend, aber die Unterstützung durch Artillerie wird alles deutlich einfacher machen. Ich hätte nichts dagegen, wenn riesige Steine meine Feinde in Stücke schlagen würden. Da stimme ich dem Gladiator zu. Ist es nicht gefährlich, unsere Katapulte so nahe bei der Stadt aufzustellen? Sie werden sicher hinter unseren eigenen Linien sein. Es erscheint mir dennoch wichtig. Ich habe das Gefühl, wir sollten einen weiteren Trupp haben, um die Katapulte zu beschützen. Gut.
mit unseren Belagerungsmaschinen in Position und wenn wir diese beiden Brücken zerstören können, denke ich, können wir uns problemlos einen Weg zur Zitadelle bahnen. Sind wir uns sicher, dass Isil da drin ist? Ich habe ihn da drin gesehen. Er wirkte wie auf dem Sprung, aber ich denke nicht, dass er einen Fluchtweg hat. Wie seid ihr... Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Wird das Nasamonis und all seine Stämme unterwerfen? Es wird Izils Stamm unterwerfen. Izil ist ein einflussreicher Anführer. Seine Niederlage wird eine Lücke in der hiesigen Machtstruktur hinterlassen. Die können wir mühelos ausfüllen. In seiner Abwesenheit werden die Stämme auf mich hören. Okay, wir werden Izil ausfindig machen und ausschalten müssen. Wenn die Verstärkung aufgehalten wird, kann der Stoßtrupp die Verteidigungen der Stadt mit Leichtigkeit durchdringen. Besonders wenn unsere Katapulte es so lange überstehen. Ich glaube nicht, dass er eine große Herausforderung sein wird, sobald wir ihn erreicht haben. Izil ist alt und gebrechlich. Ihr meint wie Synaros? Guter Punkt. Ja, beenden wir das schnell und sauber. Weise gesprochen. Das ist nicht unser Kampf und deswegen lasst uns auch nicht dafür sterben. Wie üblich liegt es bei euch, die Angriffstrupps zusammenzustellen. Wir marschieren auf euer Kommando. Ich bin mir sicher, dass wenn Avila an Rom fällt, wir in der Region eine Legion ausheben können. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich hätte sie lieber auf meiner Seite. So viel ist sicher. Okay, reden wir darüber, wer welche Aufgabe übernimmt. Okay, ja, also es scheint wohl jetzt tatsächlich immer so zu sein, ne? Spekulatores, das ist ja, welche Gruppe zuweisen wollt. Wir gehen hier hin, ne? Mit einem Heiler, mit ihr und mit ihr. Es ist halt, sie ist halt gegen bessere Leute eher nutzlos, ne? Nimm mal lieber ihn mit. So. Keso wird den Hauptangriff leiten. Julia ist bei der Nachhut. So, du bist ein Triarius. Du kommst dahin. Du bist ein Veles. So, du kriegst auch einen Triarius mit. Markus Pistonius kommt hier runter. Du kommst dahin. So, dann haben wir hier noch zwei Schützen. Das sind alles Schützen. Okay. Dann kommt Libo hier runter. So. Jetzt haben wir hier halt gar keinen Schützen. Hier haben wir zwei Schützen. Schwer zu sagen, hä? Wir wissen halt wirklich nicht, wer wo wie angreift. Es wird schon passen, hä? Es wird schon passen. Sehr gut. Der andere Trupp sollte nun an der Brücke sein. Wir sollten die Berber auf uns aufmerksam machen. Formation! Okay, Formation. Warte mal, kann ich mich hier nicht? Ja, ich würde schon sagen, eigentlich müsste ich mich doch hier umstellen können. So, du bist der hier, komm mal hier daneben hin. Und Käse kommt hier, so das ist Markus, das ist dieser, nicht Markus, das ist der andere Typ. Ah, nein. So, du hier hin. Ein Schütze fehlt noch. Warte mal, 1, 2, 3. Wo ist er? Da ist er, okay. Na komm schon, lass mich dich da hinstellen. Da. Okay. Ja, dann mal los, ne? Also. Dann mal los. Natürlich echt krasse Position hier, ne? Und das sind auch noch Schamanen. Und das ist ein Milizionär. Also was wir eigentlich machen müssen, ist den Schaman da oben ausschalten. Dann mal hier oben hin. So,
Von da solltest du jetzt eigentlich einen Schuss auf ihn haben, den ganz guten. Mit Stachelfall, mit Feuerfall. Ja, komm, dann den Jungen ab hier. So. Ferner Schuss. Nee, nee, nee. Ich drücke den Schild des Ziels und ihm kann nicht widerstanden werden. Ha. Das ist natürlich sehr gut. Die ist neu, die Fähigkeit. Also wir werden jetzt mit ihm auch hier hingehen. Salve Sperrfeuer auf selbst. Jedes Mal, wenn der Charakter auf ein Ziel schießt, erhält er seinen Aktionspunkt zurück. Hä? Okay. Das ist, ich kann es aber nur einmal nutzen, ja. Was ja okay ist jetzt in dem Fall, weil... Wieso kann er den jetzt nicht angreifen? Oh nee. Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Gerade eben hat doch da oben eigentlich noch die Anzeige gehabt, dass es funktioniert. Auf einen verdammten Stein. Blutung auf Gegner. Ja, dann schießt ihn ja an. Also wir müssen auf jeden Fall mit jemandem noch hier oben hin und dieses Schild hier irgendwie zerschmettern. Du hier. So, wir haben hier 4 Rüstungen zerfetzen. Das ist natürlich mehr als genug für ihn hier. 2 Hexfelder. Machen wir es mal so. Komm du mal direkt hier hin. Du kommst hier hin. Ach nee, das ist das Breite. So. Schild ist weg. Jetzt haben wir hier... Wirkt entblößt auf Gegner. Sollen wir die mal niederstrecken hier mit einem... Ergebt euch und wir lassen euch vielleicht leben. Kritisch. Gut. Überlassen. Guck mal, ich kann euch auch steuern. Nee, ne? Dieser Veles, der Gott, der kommt nicht hin. Der kommt nicht hin. Wir müssen auch Leute auch hier unten hin schicken, leider. Ja, was heißt leider? Müssen es halt. Okay, jetzt hat der sich noch massive Rüstung hier. Makellose Abwehr verspotten. Mal so. Es ist schade, dass wir da nicht mehr hinkommen. Da kriegen wir jetzt trotzdem noch einen Schlag ab. Jetzt sind das ein Gegner besetzt ist, haltet auf den Wechsel dahinter. Okay. Vielleicht keinen Schlag hier kassieren. Ich meine, wir könnten natürlich ausweichen unter Umständen. Aber irgendwie auch wahrscheinlich eher nicht. Ja, ist okay. Dann bleiben wir einfach da hinten stehen. Ja. Der verteidigt das hier. Ohne Probleme. Das ist doch auch blöd. Da kommen halt noch super viele Leute. Das heißt, wir sollten von hier dann eigentlich runterschießen. Wir müssen hier hoch. Wir werden hier drüber, ne, gehen. Das ist der Plan. Was ich noch machen kann, ist hier einen Wurf machen. Das hätte ich eigentlich mit den Jungs auch machen können. Auch die tolle Standarte aufstellen können, um die... Ja. Ja, das kannst du mal machen.
ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wirf den Stein auf den Jungen da. Und bleib am Boden. So. Können wir die Fackel so weit werfen? Ich könnte ihn auch noch abfackeln. Ja, mach mal. Versuch ihn abzubrennen. Das wäre ja schon mal eine Hilfe. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir eventuell selber uns hier anbrennen gleich. So, mach mal hier. Zack. Verteidigungshaltung. Unsere Verbündeten kommen ja auch noch. Die haben ja auch eine ganze Menge Zeug hier. Wir haben noch einen Schnellschuss. Wieso macht der so unglaublich wenig Schaden? Das wundert mich echt ein bisschen. Ich hätte mir mal die Waffen nochmal angucken sollen. Vielleicht sind die ja irgendwie anders jetzt gehalten. Okay, ja, also dann kannst du auch noch tatsächlich ja hier hochgehen. So, und nächste Runde können wir dann da drüben angreifen. Okay, so, die netten Sachen hier. Mach doch mal einen Feuerball hier oben hin. Ich möchte hier nämlich niemanden stehen haben, der uns da irgendwie beschießt. Du machst einen Feuerball hier hin. Das ist ja nur die richtigen. Streuschuss. Hier hinten hin. Einen ordinären Stein hier hinten hin noch. Und hier hinten auch nochmal. Ja, irgendwohin werden sie sich ja hinbegeben. Ja, da wird noch viel mehr brennen. Aber ist interessant, unsere Verbündeten kommen noch nicht. Ja, vergiftet. Großartig. Und der macht jetzt seinen... Ja, natürlich. Hat aber nur einen Verbündeten, glaube ich, getroffen. Das könnte also schlimmer sein. Oh, okay, sehr schön. Also, quasi. Da werden nicht alle abbrennen da oben. Wir wurden weggestoßen. Sie müssen irgendwann zu uns kommen. Wüstenkrieger. Lasst uns gemeinsam gegen sie vorgehen. Und bluten jetzt alle, sind verkrüppelt, das ist perfekt. Lasst uns gemeinsam gegen sie vorgehen. Brennt die Brücke nieder, bevor die Feindstruppen eintreffen. 6 Runden verbleiben. Wo ist eigentlich diese Brücke, die wir niederbrennen sollen? Jetzt die Verbündeten. Oh mein Gott. Okay. Formiert euch! Folgt mir im Namen Roms! Na los, trefft mich doch! Ich könnte das den ganzen Tag machen. Hat die Barrikade zerstört? So, wo ist eigentlich... Ja, wo ist eigentlich diese... Da ist die Brücke. Das sind die Leute, die eigentlich die Brücke zerstören müssen. Okay. Wenn uns die Fackeln ausgehen sollten, wird das unsere Rettung sein. Ich meine, wir haben auch richtiges Feuer dabei. So, wo sagst du hier? Ja, hier, ne? Fackel aufnehmen. 5 üblich. Und da sind auch welche. Okay. Ja, das, wir müssen in die Richtung gar nicht laufen. Wir gehen einfach hier oben drüber, würde ich behaupten. Ist zwar alles ein bisschen eng hier. Bis hier, da sind wir noch nicht gespottet. Das ist, denke ich, ein guter Plan. So. Und so. Gar nicht gesehen gerade hier. Okay. Was brauchen die so lange? Diese Brücke sollte schon lange ein Freudenfeuer sein. Dude, die sind ja gerade eine Runde dran, ja? Tu mal nicht so. Okay, 7 Durchbohrenschaden. Hört sich doch gut an. Das echt überlebt. Das ist doch nicht wahr. Das ist natürlich echt blöd, das dafür jetzt zu verwenden. Darf nicht am Boden liegen. Okay, klar. So.
Das sind schlicht die falschen Attacken. Habe ich eigentlich irgendwie schon eine Rede? 6 habe ich nicht gesehen, bei allen Verbünden wieder her. List, Begeisterung. Mobilisiert auch Verbündete. Stellt für einen Verbündeten den aufgegebenen Aktionspunkt wieder her und setzt die Ablenkzeit für seine Fertigkeiten zurück. Ja, okay, ich meine, der Schamane ist, die sind abgehauen hier. Ja, die hatten Angst vor dem Feuer hier. Wir haben, glaube ich, keine Heiler hier. Also niemanden, der Gift heilen kann. Was jetzt ein bisschen blöd ist, ne, für ihn hier. So, mach den mal weg hier. Es war blöd, dass wir dafür den richtigen Schuss quasi verschwenden müssen. Aber naja, was willst du machen? Jetzt haben wir hier jemanden. Verkrüppeln mal den Jungen. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht zu weit vorgehen. Dieses Ding hier. So, Lanzenansturm. Rennt in gerader Linie auf einen Gegner zu und greift mit 2 Hexfällen. Ja, das sind noch 2 Hexfällen. Wieso geht das denn nicht? Also, das sind für mich... Ist es jetzt? Nein, auch nicht. Eigentlich müsste das gehen. Nach meiner Logik müsste das jetzt gehen. Jung kann also eigentlich nichts mehr machen. Was halt super blöd ist. Ja, mach bereit. Falls die ankommen, dann kannst du zumindest die Leute abwehren. Und hier hinten. Du, genau. So, jetzt erfinde ich doch einen Ort, wo wir hingehen können, um jemanden hier abzu... So, Moral. Attack hat sie eben bei seiner Moralprüfung versagt. Wodurch er sich unberechenbar verhalten wird. Moral oder Leute basiert auf jeder Zustimmung. Ja, ja, aber... Das muss doch jetzt für den gegolten haben, eigentlich nicht für uns. Weil... Oder? Uns geht's ja bestens hier moralisch. Oh, Junge, die sind so am Arsch, die Typen hier. Reißt euch zusammen! Okay. Ja, der nächste Angriff. Nicht Streuschuss, sondern normalen Steinschuss hier. Ich meine, wenn wir uns selbst treffen, ist es halt ein bisschen verheerend. So viele sind hier auch im Moment gar nicht mehr. Ich würde mir das einfach aufsparen jetzt. Okay, eins können wir machen. Wir können hier oben einen Streuschuss noch reinmachen. Und noch ein Feuerball hier, damit die hier nicht mehr auf jeden Fall agieren können. Da oben den Rest lassen wir so. Ja, ist schon okay. Mir ist das klar. So, die Bluten brennen im Inferno da unten. Ich kann nicht, ich bin euer Freund. Reißt euch zusammen. Das ist auch noch panisch. Okay, von der Seite kommen jetzt auch noch welche. Ging auch noch einmal Verbündetenverstärkung. Okay, einer mit dem Schild, einer ohne Schild. Denkst du, ja? Unsere Schützen machen das, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, verschwinde und brenn dich zu Tode hier. So, der hat sich bereit gemacht. Ich brauche hier drüben Hilfe. Ihr werdet schon wieder, kommt weiter. Sehr schön, ja, genau, hilf dem. Gut. So, jetzt die Seite hier. Hier können wir jetzt den Kampf eröffnen gleich. Mit Bestia. Schade, dass er nicht... Wer seid ihr? Feinde!
Schlagt Alarm! Ich bin ein echt krasser Boy, der dich jetzt richtig fertig macht hier. Gut. So, Alarm wurde jetzt geschlagen, aber, ja. Nur, wir kommen da halt nicht wirklich hin. Warte mal, können wir uns eigentlich bereit machen? Rempeln, ausweiten, alles, aber nichts. Nichts, was uns hilft so richtig. Geh mal dahin. Ja, wir werden hier vorne gleich mobilisiert dann einsetzen. So. Zack. Logistik können wir auch einsetzen für die nächste Runde. So, kann sie noch irgendwas Tolles bereit machen? Abwehren auf selbst. Ich könnte natürlich ihn hier... Ich komme trotzdem nicht weit genug. Nee. Also wir können uns hier hinstellen, so. Und jetzt hinkauern in die Richtung. Alles klar. Ja, jetzt müssen wir die halt ausschalten. Nächste Runde killen wir die hier alle, ja. Und dann gehen wir darüber. Das wird alles easy, ja. Unmenschliche Monster. Der hat Panik, das ist perfekt. Ach, natürlich, erstmal wieder. Ach, diese Scheiße mit dem Gift, Mann. Wir haben natürlich wieder nicht widerstanden. Kann jemand sehen? Bewegt euch als Einheit! Ja. Der Feind! Sieht irgendwer schon rauf von der Brücke aufsteigen? Wie lange sollen wir hier aushalten? Ein bisschen müsste schon noch. So. Ignoriert Schild. Mach mal. Ignoriert den Schild des Ziels und ihm kann nicht widerstanden werden. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Das funktioniert einwandfrei. Ich glaube, wir haben einfach den Typ hier gerade getroffen. Werfen einen Stein in den Kopf, so. Aktion wiederhergestellt. Jetzt verkrüppel doch mal den hier, bitte. Ja, abgewehrt. So, so. Okay, also... Wieso liegst du denn hier rum? Und 6 bis 9 reicht, ist mehr als genug hier für ihn. Okay. Kann ich dir nicht irgendwie helfen, aufzustehen? So, dein Schild muss weg. Jetzt legst du dich nieder hier. So. Jetzt kommt unser kleiner Messerstecher hier. Ach, das ist wieder der Ansturm, ne? Ach, Gottes Willen. Fokus generiert, ja. Erstechen, erstechen. Nochmal die besten Attacken ausgewählt bei dem hier. Doch mal nicht. Was ist eigentlich? Prahlen nochmal. Ja. Können wir beim nächsten Mal machen, sobald wir hier den finalen Schlag setzen können. So, Keso. Keso könnte natürlich... eigentlich nichts machen. Verkrüppelnder Schlag. Ich meine, er hat halt sein Schild noch mit einem Punkt, deswegen... So. Jetzt machen wir den Typ einfach weg hier. Ach, komm schon, Streiftreffer. Was ist das denn schon wieder hier? So. Brennt da oben halt alles, außer dieser eine Spot hier in der Mitte. So, den brennen wir jetzt auch noch ab. Hier, so. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch... Schwierig, da rein zu schießen, aber... So.
Und du machst noch einen Streuschuss hier irgendwie noch rein. So. Auf dass wir die alle erwischen. Halber lebt echt noch. Okay, ist auch panisch, brennt alles. Der arme Mann, der eben, dem eben aufgeholfen wurde, liegt schon wieder. Wenn ihr den Feind seht, duckt euch und ich schieße. Die werfen hier mit Steinen oder so und Zeug die ganze Zeit. Das ist echt furchtbar. So. Nicht so eine verbrennt der Typ dann hoffentlich. Bogenschützen, schießt nach eigenem Ermessen. Und die Sache ist dann gegessen. Okay, das ist einer weniger. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt mach mal keinen Scheiß hier, ne? Wir müssen halt andersrum, nicht durch das Feuer laufen. Information! Vorrücken! Gut, gut. Das. Der Kampf hier ist absolut. So, ja, natürlich. Hier. Die großartige Sache. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Euer Thorn.